In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem Glas Milch wirklich extrem leckeres Popcorn zaubern kannst. Die genauen Mengenangaben findest du unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier etwas Kokosöl in den Topf gegeben, so 1 bis 2 Esslöffel. Dazu dann noch Salz und diesen einmal auf mittlere Hitze gestellt. Und dann geben wir hier außerdem noch unser Popcorn-Mais mit dazu. Jetzt sollten wir dann einen Deckel drauf machen, denn nach kurzer Zeit beginnt das Popcorn hier auch schon zu poppen. Und wir wollen es ja im Topf behalten und eben nicht in der Küche rumfliegen haben. Zwischendurch solltest du den Topf immer wieder schütteln, damit hier unten nichts anbrennt. Und dann kannst du auch schon sehen, wie die ganzen Popcornkörner hier schön aufpoppen. Und wir dann den ersten Schritt schon einmal fertig haben. Das Popcorn können wir dann in eine Schale kippen und erst einmal beiseite stellen. Jetzt nehmen wir uns dann eine Pfanne, geben hier den Zucker hinein und sollten diesen einmal auf mittlere Hitze zum Schmelzen bringen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch einen Kochlöffel genommen und rühre das Ganze zwischendurch einmal um. Und wenn es dann komplett geschmolzen ist, geben wir noch die Butter mit dazu. Es könnte sein, dass unser Zucker jetzt erst einmal wieder ein wenig hart wird. Lass dich davon nicht beirren, sondern das Ganze schön weiter vor sich hin köcheln, immer wieder umrühren, damit die Butter hier mit dem Zucker dann vermischt ist. Dann geben wir jetzt noch Milch mit dazu. Hier gebe ich erst einmal ungefähr die Hälfte dazu. Hier kannst du auch sehen, dass der Zucker direkt wieder etwas härter wird. Doch wenn du dann etwas länger wieder rührst, wird das Ganze wieder flüssig. Wir geben den Rest der Milch noch mit dazu. Und am Ende solltest du dann eine solche schöne Masse haben. Denn die kannst du jetzt ganz zum Schluss über dem Popcorn verteilen. Das Ganze dann richtig schön umrühren. Und dann hast du mit Hilfe von Milch wirklich richtig schön leckeres, süßes Popcorn gezaubert. Ich kippe es jetzt hier einfach rüber, rühre es dann schön um, damit auch wirklich alles vom Popcorn damit benetzt ist und dann kannst du es auch schon direkt genießen. Ich verlinke dir oben rechts in der Infobox jetzt noch ein weiteres Video, welches du dir auch unbedingt einmal anschauen solltest. Ich würde mich außerdem über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat und vergiss auch auf keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst. Ich wünsche dir jetzt dann noch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.